Leute, ich freue mich, dass ihr zu meinem allerneuesten Video gefunden habt. Ich habe wieder einen Produkttest und zwar diesmal für die Fingernägel. Und zwar gibt es einen neuen Nageltrend und zwar diese Dipping Powders. Diese Videos kursieren schon ein bisschen länger im Internet rum und ich habe wieder versucht, ein ziemlich günstiges Set für euch zu finden, was ihr dann auch nachbestellen könnt, wenn ihr wollt. Ich habe es wieder auf einer nicht deutschen Website gefunden, kostet ungefähr um die 10 Euro, je nachdem wie der Wechselkurs zurzeit ist. Und das Ganze sieht so aus. Das ist das Puder, was man dazu bekommt. Ihr könnt euch die Farbe aussuchen. Ich habe jetzt ein Rosa genommen. Und dazu gibt es dann noch solche drei Fläschchen. Ein Basecoat, ein Topcoat und ein Activator. Ja, das ganze Prinzip soll total einfach sein. Man soll einfach diese Flüssigkeiten auf den Nagel auftragen, dann in das Puder halten, den Daumen. Und schon hat man die Farbe da drauf und eine wunderbare Maniküre. Und ich habe das Ganze natürlich für euch ausgetestet und ein Design damit gemacht, auf kurzen, natürlichen Nägeln, nicht modelliert mit Gel oder so. Und ja, wir legen einfach mal gleich los. Alle Produkte findet ihr natürlich wieder in der Infobox. Und nach diesem Design, nachdem ich euch dann gezeigt habe, wie ich das gemacht habe und ja, wie gut das funktioniert hat, hole ich euch nochmal in diese Umgebung zurück. Und ich beginne damit, meine Nägel wieder vorzubereiten. Ich schiebe also meine Nagelhaut zurück, um einfach zu verhindern, dass ja das Produkt oder irgendeine Flüssigkeit nachher da dran klebt. Und wenn ich das bei allen vier Nägeln gemacht habe, entferne ich auch noch die Nagelhaut, die vielleicht noch am Nagel klebt. Damit ist mein Nagel einfach perfekt vorbereitet. Und dann können wir nämlich auch mit dem Produkttest beginnen. Everything you're fighting for. Bevor ich anfange, buffere ich nochmal meine Nägel an und dann nehme ich meinen Basecoat, der ist ein bisschen dickflüssiger, eben nicht so dünn wie Wasser, sag ich mal. Und den nehme ich jetzt einfach und trage ihn ganz vorsichtig wie Nagellack auf meinen Naturnagel auf. Ich habe jetzt weder Primer noch Dehydrator benutzt. Ich nehme einfach wirklich direkt dieses Produkt, diesen Basecoat und trage ihn in einer satten Schicht auf meinen Ringfinger auf. Dann kommt nämlich schon das Puder und ihr seht, es ist die Nummer 007 und wirklich einfach so ein loses, hellrosanes Acrylpulver. Und da tauche ich meinen Nagel einfach rein, ziehe ihn dann wieder raus, klopfe es ein bisschen ab und dann habe ich schon meine erste Schicht drauf. Und das Ganze mache ich jetzt noch ein zweites Mal. Ich wiederhole den Vorgang. Trag nochmal mein Basecoat auf und tunke meinen Finger dann nochmal in dieses Pulver rein, um einfach eine kräftigere Farbe zu haben und damit es alles einfach ein bisschen besser deckt. Dann nehme ich meinen Activator, der ist wirklich so flüssig wie Wasser, ihr seht es. Und den nehme ich jetzt einfach und trage ihn auf dieses Pulver auf. Ich habe es vorher noch ein bisschen abgeklopft. Verteile es einfach gut und jetzt ist es irgendwie insgesamt miteinander verbunden und jetzt ist da kein loses Puder mehr, sondern wirklich eine feste Masse. Und da nehme ich auch schon meine Nagelfeile und peile am Rand ist ein bisschen weg, was mir so über den Rand gelaufen ist, sage ich mal. Und das ist wirklich jetzt schon bombenfest gewesen und ich konnte das Überschüssige einfach wegfeilen. Jetzt nehme ich einfach schon meinen Topcoat. Und der ist auch wieder sehr dickflüssig. Ich bin ein bisschen aus dem Bild rausgegangen. Aber ihr seht trotzdem, der ist ziemlich zähflüssig gewesen. Wie ein dicker Nagellack, könnte man sagen. Den habe ich aber dann auch einfach wieder aufgetragen. Schön vorsichtig gewesen, dass ich nicht in die Ränder gekommen bin. Und habe das Ganze dann einfach trocknen lassen. Vorher habe ich aber noch meine Strasssteine genommen und den in dieses
Gel, nicht Gel, sondern ja, in diese Flüssigkeit eingelegt und dann auch noch Kaviarperlen genommen und es auch noch in den Topcoat eingelegt. Da das aber ziemlich schnell aushärtet an der Luft, es ist eben dieses ja, Acrylmäßige, habe ich einfach nochmal diesen Topcoat nachgenommen und an der Stelle, wo ich eben dieses Nailart noch reinlegen will, noch Kaviarperlen haben möchte, habe ich einfach nochmal was rangeschmiert und ja, die Perlen dann weiter da rein eingelegt. Und dann habe ich auch noch solche Herzpailletten genommen und ja, das nach dem gleichen Prinzip einfach in den flüssigen Topcoat eingelegt. Und da muss man ziemlich schnell auch arbeiten, aber man kann natürlich auch einfach immer wieder das Produkt nachnehmen und auftragen und es dann immer wieder da reinlegen und ja, dann eben an der Luft trocknen lassen. Und dann kommen wir zu den anderen Fingern und da habe ich so ein hellgrünes Mint genommen. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber es ist auf jeden Fall kein Weiß. Und bei den anderen Fingern habe ich jetzt eben ja nach dem gleichen Prinzip das gemacht. Ich habe erst den Basecoat aufgetragen, dann das Puder darüber geschüttet, antrocknen lassen. Wobei das ziemlich automatisch ging, weil während ich die anderen Finger gemacht habe, ja, ist der vorherige schon wieder an der Luft getrocknet und deswegen kann man hier eben durchweg arbeiten und hat keine irgendwie Wartezeiten in der UV-Lampe. Und ja, den kleinen Finger habe ich eben dann auch noch gemacht und wenn der jetzt fertig ist, habe ich wieder von vorne angefangen und das Ganze wiederholt, so wie beim Ringfinger auch eine zweite Schicht drüber gesetzt, einfach wieder mit Basecoat, dann das Pulver rüber gestreut und zum nächsten Finger gegangen. Und dann kommt natürlich auch hier wieder der Activator zum Einsatz. Ja, einfach ein bisschen drauf verteilt, dass überall was ist. Und dann war es das. Dann habe ich meinen Topcoat genommen und ja sozusagen versiegelt. Und im Prinzip könnte man jetzt das schon so lassen. Also es geht wirklich ratzfatz und richtig einfach. Ich wollte auf meinem Mittelfinger, habe ich aber gleich noch einen Nailart eingelegt. Aber ich habe das erstmal alles so trocken lassen, weil ich mir noch nicht sicher war. Und ja, habe mich eben dann nochmal dazu entschieden, auf den Mittelfinger noch was hinzulegen. Und dafür habe ich jetzt nämlich Speedshine Top Gel genommen, also doch noch UV-Gel. Das könnt ihr aber wirklich auch ganz einfach weglassen. Ich habe es jetzt einfach auf den angebufferten Nagel aufgetragen. Und da dann eben mein Nailart, sprich Kaviarperlen und wieder diese Herzpailletten eingelegt und das dann ja, in der UV-Lampe nochmal aushärten lassen. Und nebenbei habe ich dann auch nochmal die anderen Finger versiegelt, weil sie einfach nicht so richtig schön glänzen, nur mit diesem einfachen Topcoat. Und das Speedshine Top Gel, ja, das ist einfach nicht zu übertreffen, was den Glanz angeht. Und deswegen habe ich die nochmal versiegelt, 2 Minuten aushärten lassen, damit es am Ende einfach nochmal schöner aussieht. Und auch auf dem Ringfinger bin ich nochmal drüber gegangen, damit das Nail halt einfach
bombenfest hält und mir nicht nach einem Tag schon abfliegt, habe ich einfach nochmal eine ordentliche Ladung Versiegelungsgel raufgeknallt, das 2 Minuten aushärten lassen und ja, das ist dann natürlich optimal versiegelt. Und das ist das fertige Ergebnis. Es ist also super schnell und super einfach. Zum Design, ich habe das ziemlich spontan gemacht und im Nachhinein ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es irgendwie sowas von einem Traumfänger hat, finde ich. Und die Daumen auch nochmal einfarbig, da habt ihr eben nochmal gesehen, wie das Rosa ja so ohne Klimbim drauf aussieht. Und ja, super einfach und ja, ich hoffe natürlich, ich konnte euch hiermit wieder ein bisschen inspirieren. Genau, und das war eben das fertige Ergebnis. Ich habe sie ziemlich schlicht gelassen, helle Farben benutzt. Und ich bin ziemlich begeistert von dem Prinzip. Es ist eben auf Acrylbasis, kann man sagen. Also einige wissen, man kann die Nägel nicht nur mit Gel modellieren, sondern natürlich auch mit Acryl. Und da ist das Prinzip jetzt eben hier, man trägt diese Flüssigkeit auf, tunkt es in dieses Acrylpulver und durch diese Verbindung härtet es ziemlich schnell an der Luft aus. Das ist auch ein fetter Vorteil, würde ich sagen. Man braucht keine UV-Lampe. Man kann es wirklich einfach mit diesen Produkten machen. Und die Nägel werden wirklich sehr, sehr stabil. Das ist das Gute bzw. auch Schlechte an Acryl. Das verbindet sich ziemlich heftig mit dem Naturnagel und wird steinhart, kann man sagen. Wenn man sich dann Nagel abbricht, dann wird es ziemlich schmerzhaft. Aber im Großen und Ganzen verstärkt es die Nägel natürlich ziemlich gut. Ich bin wirklich begeistert, kann ich sagen. Die Farbe an sich finde ich total schön. Das Rosa lässt sich super verarbeiten und das Grün, was ich jetzt im Video verwendet habe, hatte ich noch zu Hause zu liegen. Das ist normales Acrylfarbpulver gewesen und ich habe eben einfach mal ausprobiert, ob das auch funktioniert und ja, funktioniert auch super. Das heißt, man muss sich nicht immer diese teuren Tiegelchen kaufen, sondern könnte auch normales Farbacrylpulver kaufen. Die Qualität ist auch total gut. Also ich hätte jetzt vielleicht gedacht, ja, es hat jetzt nur 10 Euro gekostet, wird sich vielleicht nicht so gut verarbeiten. Weit gefehlt. Ich habe natürlich keinen Vergleich zu einem teuren Produkt, aber das lässt sich auf jeden Fall richtig gut verarbeiten. Nail Art lässt sich gut einlegen, drauflegen. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen kann. Ich bin sehr begeistert. Ihr könnt es gerne nachkaufen. Für alle, die gerade mit dem Nägelmachen anfangen, ist es eine richtig gute Option, schöne Designs hinzukriegen und auch die Nägel langhaltig zu machen. Das heißt, dass das nicht gleich wieder abplatzt am nächsten Tag, sondern das ist wirklich eine Methode, womit man die wirklich lange schön halten kann, die Nägel. Ja, das war's schon wieder von diesem Video. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch ein cooles Produkt vorstellen und für den Preis, für 10 Euro, also wirklich, kann man es ruhig mal kaufen. Man muss natürlich die Lieferzeit von ungefähr 3-4 Wochen in Kauf nehmen, aber ja, wer das eine will, muss das andere nehmen. Also die Sache finde ich richtig gut. Werde ich auf jeden Fall definitiv öfter jetzt in meinen Videos verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.